Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Zombie Cure Lab. Die Zeit ist ein bisschen weitergelaufen und ich habe etwas umgebaut und erforscht. Wir haben jetzt dann gleich mal einen Angriff, normaler Angriff, 32. Mal schauen, wie das wird. Wir haben einen Score von 5,3 momentan. Ich bin dabei, dass wir hier immer mehr Level 2 Humbies kriegen, aber momentan die 8 sagen halt, die sind nicht bereit für die Behandlung. Es ist mir noch nicht so ganz klar, wann sie bereit sind. Aber bald kriegen wir ein paar mehr. Die Stahlproduktion habe ich etwas erweitert um 2 weitere Hochöfen hier. Denn ich brauche Stahl für die Verteidigungsanlagen. Ich habe nämlich hier die Schneekanone auf Level 2 erforscht. Also das hier bei Einfrieren, Level 2. Und die braucht auch Metall zum Konstruieren. Die ist geupgradet, die noch nicht. Die Schneewerfer sind auch noch auf Level 1. Und hier hinten habe ich auch eine Schneekanone 2 gebaut. Also Unterstützung für die 2 Werfer hier. Dann habe ich gesehen, dass die Eisbeutelproduktion mit den 4 ein bisschen lahmarschig ist. Die haben ja ein Output von 2,5 in der Stunde. Und eigentlich wollte ich es ja nicht machen, aber ich habe jetzt hier so eine Eisbeutelpresse gebaut. Und die hat halt einen Output von 10, verbraucht aber nur 3 von diesen Chemikalien. Da würde ich eventuell noch eine zweite bauen, damit wir hier wirklich ganz gut Vorrat haben. Denn die Schneekanonen, beziehungsweise die Schneeballwerfer, wenn man sie upgradet, verbrauchen halt ein bisschen mehr oder schneller halt diese Eisbeutel. Dazu würde ich gern ein zweites Forschungsgebäude bauen und das vermute ich hier hinten, da wo der Space dafür da ist. Ah, ich glaube, das machen wir jetzt schon mal. Forschungsraum. Zieht den hier mal so. Yes, please. Tür. Die machen wir hier rein. Zweite Eisbeutelpresse. Machen wir das am besten Platz sparen. Die müssen von 2 Seiten dahin. Hier. Und dann brauchen wir hier noch Strom. Stärkter Strommast. Wie weit geht es? Ah, es fehlt halt um ein Feld. Was ist, wenn ich dich verschiebe? So hierhin. Reicht es dann? So? Ja. Cool. Dann wäre das schon mal drin. Eventuell macht es vielleicht Sinn, habe ich die, da habe ich noch kein Upgrade für die, dass wir die Windgeneratoren upgraden. Das war hier bei Elektrizität, macht 25, das ist Doppelte. Aber es macht eigentlich mehr Sinn, so einen Sonnenkollektor zu bauen. Der macht ja 350 Output. Andererseits, Windgenerator läuft halt die ganze Zeit. Ah, tun wir das mal upgraden. Und geben dir mal das Upgrade. Und dir auch. Gut. Lass mal die Zeit mal laufen. Oh, das ging ja schnell. Ja, schaut schon wesentlich moderner aus als wie das hier. Ich hoffe, die kommt da dran. Bei dir können wir eigentlich die Priorität wieder auf normal stellen. Oh, ich muss die Leute reinholen. Ist da jemand draußen? Ja gut, da war noch einer. Schon geht das Chor nach oben. Okay, was kriegen wir da? Holy shit, warte mal. Pause. Was seid denn ihr für Typen hier?
Achso, die haben hier einfach nur den Hut an. Und Besen. Sonst nur irgendwie was Besonderes? Nö, ich glaube, das sollte man schon schaffen. So, fast forward. Minus 84 jetzt. Ja Gott, wir haben 57.000. Ah, tut es halt immer hier angreifen. Geht's doch zum Tor. Wir bleiben Gott sei Dank eh nicht lang. Oh, die werden aber schneller eingefroren. Mich würde es auch reizen, hier bei der Verteidigung. Warte mal, wo war das? Diesen Schneesturmerzeuger zu bauen. Wird langsam viele Zombies in einem großen Bereich ein. Geringer Schaden und geringer Verbrauch von Eisbeuteln. Wird alle Zombies in seiner Reichweite gut, um Zombiehorden zu verlangsamen. Strom. 1,5 Eisbeutel pro Schuss. Ah, das steht ja sogar da. 0,8 Eisbeutel pro Schuss. 10 Schaden. 7 Schaden. Ja, macht schon Sinn, dass wir vielleicht auf das hier gehen. Wie groß ist denn das jetzt? Wo ist es? Wo ist es? Waffenschrank? Da, Schneesturmerzeug. Holy shit! Das Gebäude ist ja mega fett. Aber mega fetter Radius. Ich glaube, dann wird hier Schneekanone 2 weichen müssen. Wobei, ich meine, die Nummer 1 abreißen und die dann rüber versetzen. Wie schaut es hier hinten aus? Ah ja, kein Problem. Fast forward. Oh oh, das Tor. Bitte mal reparieren hier. Okay, sind unterwegs. Hier hinten auch reparieren, dankeschön. Wir brauchen mehr Sklaven. Oh, habt ihr da gerade einen behandelt? Ja, doch. Sind gerade schon dabei wieder für den nächsten. Okay, Alarm zurücksetzen. Wie sie jetzt jedes Mal da stecken bleiben. Okay, das da oben ist. Hat es ja auch fertig. 2859 von 4500. Ja, zweite Reihe wäre auch nicht schlecht. 5,5 jetzt. Ich glaube, ich gebe dir doch mal wieder Priorität. Ich hätte ja sogar auf beide hier. Okay, was haben wir als nächstes? Normaler Angriff 37, dann keine Zombies, normaler Angriff 32, theoretisch. Stufe 3, brauchen wir 2000 Forschung, 200 Metall, 500 Chemikalien. Oh, das mit Metall könnte sich ein bisschen ziehen. Können wir das jetzt auch irgendwie upgraden? Hochofen. Hochofen 2. Ja, bitte. Stein zermal mal. Also Stein habe ich jetzt gerade nicht so den Need. Da haben wir 1508. Aber ja, Hochofen bitte upgraden. Erstmal die zwei.
gut. Oh, jetzt sollst du mal Holz hinliefern. Das wäre super. Vielen Ressourcen Stahl. Ja gut, das stimmt. Cool. Oh, jetzt sind wir bei 5,6. Und hier unten geben wir auch mal schnell den Reparaturauftrag. Ja, nochmal. Leute, macht es mal ein bisschen schneller. Vor allem hier. Maximale Prio. Nice. So, Output. Ja, 1,5 pro Stunde. Jetzt will man das tauschen. Wenn da Stärkere dran ist, nach wie vor 1,5. Hä? 2 pro Stunde. Ah, da, 3 pro Stunde. Geht doch. Moment mal. Hä? Ist das jetzt auch noch abhängig? Gibt der Hambi da noch einen Bonus drauf? Jetzt geht es wieder runter auf 1,5. Erfahrung 2 von 3. Und er hier 0 von 5. Hä, wie tut sich denn das errechnen? Okay, da steige ich nicht ganz durch. Aber dann werden wir den Upgrade doch mal bei allen hier machen. Sonst kommen wir hier einfach nicht weiter. So. Sollen wir dich mal upgraden? Aber wir haben keinen Stahl für das Ganze. Ich probiere es erstmal mit den Schneekanonen, dass die ein Upgrade kriegen. Und da alternativ anwerfen noch. Auch hier machen. Upgrade Schneeballwerfer. Dann ist es schon mal initiiert, damit sie das machen. Und mehr sehe ich gerade nicht, was wir tun können. Ich muss jetzt nur warten. Wir brauchen halt vor allem Stahl. Und ein bisschen mehr Zombies. Weil wenn die Zombies auch wieder mehr wären, dann haben wir wieder eine höhere Gefahrenstufe. Ah, wir werden hier... Hier werden wir hier doppelt fahren. Und da... Am liebsten hätte ich hier den Verteidigungswall hier unten. Das Problem ist, wenn wir das dann hier unten abschließen, müssen wir auch das da oben abschließen. Und dann gibt es wieder einen Boost hier auf die Laborgröße. Ja, wie so einen kleinen zweiten Perimeter hier. Nur hier da so. Ja, gut. Dann tun wir mal vorspulen. Nächster Angriff, bitte. Haben wir da wirklich eine Nacht Pause? Ja, okay. Bitte alle rein. Was macht eigentlich die Zufriedenheit? Oh, das ist exzellent. Nur einer, der ein bisschen weiter unten ist. Es hat sich wirklich gelohnt, dass wir hier die Upgrades machen. Jetzt sind wir 30 Zombies. Ja, jetzt hat es mir gerade aus dem Spiel rausgeschmissen. So, wieder drin. Kommt's her. Ah, warte mal. Hier hat sie auch Stahl. Ah, es sind aber nur 10.
Könnten wir aber mal ganz kurz Leute runterschicken. Ich glaube, auf die Eisbeutelpresse gehen wir mal. Cool, hat's gerade fertig gemacht. Nice. Okay, alles Level 2. Das läuft sehr gut. Da hinten wird es ein bisschen brenzlig. Jetzt mal hier bitte bitte einmal reparieren hier. Und hier vorne bitte auch reparieren. OBS. So. Ja, ich würde hier noch eine zweite Kanone hinmachen. Ja, cool. Ich würde sagen, ich mach mal kurz einen kleinen Cut. Ich werde mal ein bisschen weiter vorspulen lassen. Wenn irgendwas Interessantes passiert oder Desaster, dann komme ich wieder rein. Aber ich werde vor allem mal ein bisschen Stahl jetzt aufbauen, damit wir ein bisschen was basteln können. Und währenddessen Zombies einschicken. Beziehungsweise auf Stufe 2 bringen. Also, bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Aber ich habe schlechte Nachrichten. Ich bin jetzt in zwei Bugs reingelaufen, die leider ein bisschen game-kritisch sind. Und zwar ein Bug ist dieser Strommast hier. Wenn ich den verschieben will oder löschen will, dann geht so ein Hambi da hin, macht ihn weg. Die Leitungen bleiben dann da, aber der Hambi friert dann wie ein und das ganze Stromnetz bricht zusammen. Dann heißt auf einmal, hier ist nichts mehr angeschlossen. Und das kann ich nur dann beheben, indem ich ein Autosave lade von ein bisschen vorher. Und dann läuft es erstmal. Sprich, diesen Strommasten darf ich momentan nicht anfassen. Ansonsten, ich habe hier Eisbeutelpressen noch ein paar gebaut, ich habe hier noch einen Chemieextraktor hingestellt. Hier unten habe ich die Schneekanone nach da vorne versetzt und jetzt diesen Schneesturmerzeuger hingebaut. Das fette Teil da. Von den Ressourcen schauen wir gut aus, auch von den Eisbeutel her. Hier habe ich noch einen zweiten Sonnenkollektor hingebaut. Und ja, dann habe ich noch einen zweiten Bug. Den kann ich euch gerade mal direkt demonstrieren. Wenn ich hier auf die Weltkarte gehe, ins Moose Lab, und ich wähle mal hier eine Ressource aus, dann passt mal auf, was passiert. Der kommt hier runter und wird dann gleich auf 0 gestellt. Ich habe dafür schon ein Report gemacht. Ich hoffe, das wird bald gelöst, aber momentan kann ich mir hier vom Moose Hauptquartier nichts mehr schicken lassen. Ja, Stand der Dinge. Wir brauchen einfach noch mehr Zombies, damit wir hier mit der Behandlung weitermachen können. Und ich habe schon mal geschaut, was Level 3 Hambis brauchen werden. Die werden dann eine Suppe essen. Weil wenn man hier unten drauf geht, wir haben einerseits das ist Superfood, Level 2 Hambi, Level 3 Hambi und dann Suppe ist der Mensch und Level 3 Hambi. Also wenn wir hier mit der Produktion von dem schon mal anfangen. Gemüse haben wir ja ohne Ende. Aber das macht nur ein gekochtes Gemüse pro Stunde. Nichtsdestotrotz bauen wir das mal. Und vermutlich können wir das jetzt eh nur in der Küche platzieren, oder? Kochtopf. Oh, der ist auch gar nicht so groß. Ich glaube, da baue ich gerade mal zwei hin, aber ich habe eh nicht die Arbeiter momentan. Bedient werden kann das von einem Mensch oder Level 2 Hambi. Okay. Zeit lassen wir erstmal wieder laufen. Kommt bitte mal alle rein. Und dann will ich sehen, wie der jetzt hier arbeitet. Ah, es sind
schon einige. 6,48. Missionslänge wird jetzt auch langsam ein Problem. Nein, das ist hier nicht repariert. Naja. Okay, der ist schon Vollgas am Arbeiten. Nice. Oh, der Schneeballwerfer 2, der zwirbelt der mal richtig schön rein. Das möchte ich auch mal upgraden hier. Und da hinten auch. Achso, warte mal, Schneeballwerfer 2 ist ja hier schon. Du mal den noch upgraden. Cool. Läuft sehr gut. Oh, da kann der ruhig noch ein bisschen mehr kommen. Ist die nächste Nacht ruhig? Ja, cool. Wenigstens ein schwacher Angriff und dann wieder ein normaler Angriff mit 29. Ja, easy going. Oh, cool. Sieht ja mal geil aus. Okay. Ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt dann hält. Vor allem, wenn die Menschen das jetzt auch nutzen. Und Fleischkultivator würde ich dann auch gerne mal upgraden. Was können wir denn upgraden? Ah, den können wir jetzt schon upgraden. Plus 2 Fleisch. Jo, wollen wir upgraden. Und hier. Upgrade bitte. Erstmal einen. Ja, jetzt geht schon wieder auf 0. Oh krass. Alle eingefroren. Okay, Alarm beenden. Jetzt wäre ich froh, wenn ihr euch da mal ein paar Handys schnappt. Oh, das können die Level 1 Handys gar nicht nutzen. Okay, was? Level 2. Jetzt tut's bitte Zombies umwandeln. Kann ich da irgendwie die priorisieren hier? Ja. Da, Prio bitte. Da, Prio. Tut's hier vielleicht mal gar nichts machen und tut's hier mal helfen, bitte. Oh, kommt schon. Bringt die Zombies jetzt da rein, bitte. Das kann's jetzt nicht sein, oder? Maximale Prio, bitte. Es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die machen halt hier auch nichts. Stehen hier einfach nur rum. Ne, das ist es nicht. Mann, Mann, Mann. Das ist jetzt echt ärgerlich. Warum tut sie das dann nicht priorisieren? Oder muss ich euch da schon wieder einmal verschieben, damit ihr da was macht? Die Leute werden da. Ich muss euch wieder mal verschieben hier.
So, währenddessen reparieren. Auch hier hinten. Ja, schaut, jetzt bringt er wieder, jetzt bringt er einen Zombie dahin. Mann. Es ist so dämlich manchmal. Warum ist es so? Können wir da eigentlich so einen Umwandler hier hinten nochmal hinbauen? Warte mal, wo ist das jetzt? Spannungskammer 1? So. Ja, toll. Und den zweiten haben wir jetzt noch. Ungeil, ungeil. Kommt da jetzt kein, den man da hinschicken kann. Es gehören halt nur Menschen. Wir haben jetzt hier ein für die Tag- und Nachtschicht. Gucken wir mal so ein Hambi hin. Wobei, warte mal, mach das eher mal bei dem hier. Dann haben wir ja 2 pro Stunde. Okay, hoffentlich läuft das jetzt besser. Ey, warum habt ihr das nicht repariert da hinten? Maximale Prio bitte. Und ihr habt kein Fleisch? Wieso kriegt ihr kein Fleisch? Machen wir hier nochmal eine Transportstation hier oder ein paar mehr Leute. Warum geht jetzt auch das nicht? Okay, sie holen es dann doch. Braucht nur. Jetzt haben wir 16. Ja, dann werden wir jetzt erstmal Zombies farmen. Cool. Dann würde ich jetzt mal vorspulen, bis der Angriff hier vorbei ist. Und mir ein paar Zombies auch mal schicken, mit denen wir ins Moose Lab. Dann glaube ich, werde ich das Spiel eh auch mal durchstarten. Hoffentlich geht es dann mit dem Moose Lab dann wieder. Also, liebe Leute, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder und ich habe wieder ein paar Kenntnisse. Es ist ein bisschen sehr viel Zeit vergangen. Ich habe hier mal ein bisschen erweitert, ein paar Sachen hier mal passiert, wenn wir hier viel zu viele Sachen haben. Mehrere Zombies eingeschickt und ich habe jetzt herausgefunden, warum manche Zombies nicht geheilt werden, obwohl sie bereit sind und wann sie bereit sind. Sollte vielleicht ein bisschen mehr lesen, denn wenn ich hier in der Arbeiterübersicht reingehe, dann hat sie hier dieses XP-Level da. Und da steht, das Leben steht dafür, wie weit der Hambi bereits geheilt ist. Der Erfahrungsbalken füllt sich, wenn seine Bedürfnisse erfüllt werden. Bei voller Erfahrung kann der Hambi behandelt werden, um zur nächsten Stufe aufzusteigen. Ja, und dann gehe ich natürlich her, wenn die hier voll sind, so wie die drei Kandidaten her, und sage ihnen, die haben keine Arbeit mehr. Und dann werden sie jetzt hoffentlich auch behandelt. Ja, die sind auch schon alle ready. Soweit zu dem. Und ich brauche dringend mehr Level 2 Hambis, denn mir fehlen ein paar Arbeiter für die Nacht hier. Und ressourcentechnisch möchte ich die Küche hier weiter ausbauen. Die hier oben. Am besten das Ganze nochmal. Das werde ich dann hier unten irgendwo hinbauen oder da so ranpflanschen. Ah, vermutlich. Ah, ich glaube, sie da hinten. Ich werde das hier für die Forschung eher weiter nutzen. Vom Eis her passt jetzt eigentlich auch. Das ist eigentlich nur Chemikalien, was jetzt ein bisschen down ist. Aber da fehlt es halt momentan an den Leuten. Ja. Nächster Angriff kommt dann auch gleich. Das ist ein normaler mit 33. Ja, und sonst von der Bedrohung geht es eigentlich her. Autoreparatur habe ich jetzt hier mal auf 90 drin. Das funktioniert eigentlich ganz gut, vor allem hier beim Angriff. Das nächste Ding wäre, dass wir hier so ein Parameter machen. Also eigentlich will ich dann hier zumachen. Und da zumachen.
Die Mauer lassen wir dann hier. Wir werden die ganzen Sachen hier unten hin verfrachten. Und dann haben wir hier, ja, zweite Schutzzone. Das sollte dann eigentlich erstmal genügen. Machen wir hier mal weiter. Ah, was auch neu ist. Schaut's mal. Wir haben jetzt hier Steinmauern. Die hatte jetzt Hitpoints von 2000. Und die alte hier hat 750. Das gleiche gilt auch für die Türen. Man kann die auch schon in der geupgradeten Fassung bauen. Das können wir jetzt gerade mit der Küche hier machen. Da haben wir hier die Wahl. Braucht dann halt hier Steine. Und ich würde sagen, Küche Nummer 2. Bauen wir hier so hin. Ja. Mit Tür Level 2. Aber da brauchst du halt erstmal die Leute, sonst können wir hier eh nichts besetzen. Menschen Level 3. Grill 1. Warte mal, können wir eigentlich den Grill schon upgraden? Nee. Ah, 2000 Forschung und 500 Chemikalien. Okay, dann werden wir bei der Produktion hier mal Chemikalien-Extraktor noch bauen. Was denn? Stellen wir mal hier hin. Jetzt gehen die alle da unten hin. was? Warum bist du als gefährlich gewertet? Ach, der hat 2000 Hitpoints. Die anderen haben 1000. Okay. Ja, kein Problem für uns. So, fast forward. Oh, warte mal. Das sind 6. Oh. Ich bin so ein Idiot. Ich habe die Ausgangssperre nicht gemacht. Naja, aber dabei eh keinen großen Effekt. Jetzt gab es bereit für die Behandlung 4. Ich hoffe, das passiert jetzt dann am Tag über. Warte mal, warum geht eigentlich unser Guardian jetzt hier raus? Warte doch jetzt nicht mal als Gefahrdecken hier. Ich weiß gerade, sehe. Eventuell sollte man die Batterien mal upgraden. Mit der aktuellen Verteidigungssituation gehen wir hier 35.000 runter, vermutlich dann 30.000. Wenn die Nacht dann fertig ist. Oder noch ein paar Windgeneratoren. Gibt es eigentlich da eine Stufe 3 von denen? Oh, ja. Oh, plus 50. Nice. Da brauchen wir dann Elektronikteile dafür. Ja, okay. Das läuft sehr gut. Können wir schon auflösen? Ja, jetzt können wir auflösen. Okay. Ja, ich würde mal sagen, für die Episode soll es das erstmal gewesen sein. Ich werde hier mal schauen, dass wir hier Level 2 noch ein bisschen mehr haben und dann gehen wir auf die Stufe 3 in der Forschung. Dann geht es endlich mal weiter. Dann können wir auch neue Sachen bauen. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen zur gleichen Zeit. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.